Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tag aus, Tag ein. Mein Name ist Kerstin und auf meinem Kanal dreht sich es um alles, was mich so Tag aus, Tag ein umgibt und beschäftigt. Ja, wer mir hier schon eine Weile folgt, der weiß, dass wir leidenschaftliche Camper und Wohnmobilisten sind. Und bei uns sind gerade die Pfingstferien zu Ende und wir waren natürlich wieder mit dem Wohnmobil unterwegs in Kroatien und haben auf der Hin- und Rückreise einen kurzen Zwischenstopp in Italien noch gemacht. Und ich finde das immer schön, wenn man als Familie so ein paar Urlaubserinnerungen und so ein paar Impressionen hat, wo man gewesen ist, was man gemacht hat. Und wenn man sich das Video Jahre später anguckt, wenn man sieht, wie klein die Kinder noch waren, also ganz so klein sind ja unsere nicht mehr, aber ich finde es halt schöne Erinnerungen an gemeinsame Familienurlaube. Und deshalb habe ich die Kamera auch wieder mitgenommen und habe ein bisschen mitgefilmt, was wir so gemacht haben, wo wir gewesen sind. Und für alle, die es interessiert, wenn ich das noch alles zusammenkriege, verlinke ich unten in der Infobox die Camping- und Stellplätze, wo wir gewesen sind. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, uns zu begleiten. In diesem Sinne legen wir los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Nachdem am Pfingstsamstag alle Sachen verstaut waren und die Fahrräder Huckepack aufs Wohnmobil geladen waren, denn die haben wir zum allerersten Mal bei diesem Trip mit dabei gehabt. Wir haben uns extra ans Wohnmobil so eine Verstärkung bauen lassen, dass wir unsere E-Bikes endlich mal mitnehmen konnten, sind wir gefahren durch die Schweiz bis zum St. Bernardino. Sauerteigbrot durfte natürlich auch nicht fehlen. Und dort haben wir dann zum ersten Mal übernachtet. Ich finde die Schweiz mit den hohen Bergen und den tiefen Tälern immer so imposant. Ich werde dann immer ganz andächtig, wenn wir da durchfahren. Und ich finde es einfach so schön, ja, diese Serpentinen da hoch und runter zu fahren. Das ist einfach traumhaft. Wir sind dann auf jeden Fall am nächsten Tag weitergefahren Richtung Italien. Mein Mann hatte so einen kleinen Agriturismo ausgegraben. Und ja, bis dorthin sind wir dann gekommen am nächsten Tag. Und da haben wir dann 2 Tage verbracht. Den nächsten Zwischenstopp auf dem Weg nach Kroatien haben wir dann auf einem kleinen Campingplatz auf einem Bauernhof in der Nähe von Venedig gemacht. Die haben ca. 10 Stellplätze, wirklich ein ganz kleiner Platz und einen tollen Pool. Den mussten die Kinder gleich ausprobieren, weil die Sonne noch geschienen hat. Und ja, wir sind da Fahrrad gefahren, sind spazieren gewesen. Und der Platz ist inhabergeführt, sehr sauber. Die Inhaber sind sehr freundlich. Da gibt es auch so einen kleinen Imbiss, wo man Cocktails trinken kann. Und wo sie so ein kleines Essen zubereiten. Und das ist alles regional. Die erklären das auch alles ganz freundlich. Die sprechen auch Englisch. Man hat dann eine Wäscherei, wie gesagt, Schwimmbad, Sonnenterrasse. Und wer möchte, kann dann noch so einen kleinen Wellnessbereich dazu buchen mit einer finnischen Sauna und einem Außenwhirlpool. Und im Großen und Ganzen ist es ein weiträumiges Gelände gewesen, sehr sauber. Und ja, wir sind dafür 2 Tage geblieben. Und als dann der Regen kam, sind wir wieder weitergefahren. Auf unserer Weiterfahrt haben wir dann noch einen kurzen Zwischenstopp bei einem Olivenölhändler in Italien eingelegt. Mein Mann hatte den irgendwie im Internet ausfindig gemacht. Der hatte gesagt, da ist einer in der Nähe und da müssen wir unbedingt anhalten und uns mit Olivenöl eindecken, weil wir einen wahnsinnig hohen Verbrauch an Olivenöl haben. Und ja, wenn man schon in Italien ist, dann muss man das natürlich ausnutzen. Das war übrigens der Hof von dem Olivenölhändler. Dort haben wir einfach geklingelt. Und wenn euch das interessiert, den kann ich euch gern auch mal unten in der Infobox verlinken. Ja, und als wir unser Olivenöl hatten, sind wir dann weitergefahren Richtung Kroatien, nach Krk und von dort mit der Fähre weiter nach Zres. Leider haben wir nicht nur das Olivenöl mit auf die Insel genommen, sondern auch den Regen. Der hat uns noch ein ganzes Stück begleitet, auch als wir auf der Fähre waren. Und als wir dann bei unserem Campingplatz angekommen sind, hat er sich so langsam verflüchtigt und nach ein paar Stunden war von Regentropfen nichts mehr zu sehen.
Auf Zreis haben wir wieder den Campingplatz angesteuert, auf dem wir letztes Jahr schon an Pfingsten waren. Der hat uns super gut gefallen und deshalb sind wir da wieder hingefahren. Da ist der Strand wunderschön und die Stellplätze sind ausreichend groß. Man kann entweder in der Sonne oder unter Bäumen stehen. Da gibt es jede Menge Rosmarin, der fasziniert mich dort immer, und natürlich auch Olivenbäume. Und ja, für die Kinder ist es einfach traumhaft. Der Kleine hatte da letztes Jahr Freundschaften geschlossen, die Kumpels waren auch wieder da und die sind dann den ganzen Tag unterwegs gewesen im Meerbaden oder am Pool. Und wir hatten ja unsere Fahrräder dabei. Für Max haben wir extra so einen Dockbus gekauft. Und an einem Nachmittag haben wir dann mal die Räder gepackt und sind auf die Landzunge gegenüber von unserem Campingplatz gefahren. Denn normalerweise sind die Fahrradwege, was wir so an Erfahrung gemacht haben, in Kroatien nicht so sonderlich gut ausgebaut, zumindest da, wo wir bis jetzt waren. Aber dort hatte man einen wunderschönen Fußfahrradweg zu der gegenüberliegenden Bucht und da waren auch kaum Menschen unterwegs. Also es war ja sowieso noch Vorsaison und das war noch nicht so überlaufen. Und da konnte man wunderschön Fahrrad fahren und auch in der gegenüberliegenden Bucht baden. Da gab es so einen kleinen Imbiss, der hatte dann auf am Nachmittag. Also es war auf jeden Fall total toll. Weil uns die Brötchen von dem Bäckerstand auf dem Campingplatz nicht so geschmeckt haben, haben wir uns morgens immer die Fahrräder geschnappt und sind direkt ins Städtle reingefahren zu einem kleinen Bäcker, den wir dort entdeckt hatten, und haben uns dort unsere Brötchen und das Brot geholt. Und ja, dann haben wir natürlich auch wieder verschiedene kulinarische Köstlichkeiten, Restaurants und Gaststätten ausprobiert. Zum Teil welche, die wir schon vom letzten Jahr kannten, zum Teil auch neue. Und an einem Tag haben wir uns mal die Räder geschnappt und sind auf die andere Seite von unserem Campingplatz weitergefahren. Und da hat es auch überall so am Strand kleine Bars, kleine Restaurants, wo man sich hinsetzen konnte und einen Drink nehmen konnte. Man kann aufs Meer da drauf schauen und kann wirklich runterfahren. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man da sitzt, einfach bloß ein leckeres Getränk hat und da aufs Meer gucken kann. Das ist für mich schon Erholung pur. Das Schöne an den südlichen Ländern ist natürlich auch das viele frische Obst und Gemüse, was man da vor Ort bekommt. Da hat es auf dem Campingplatz zwei so Ständle. Da haben wir uns mehrfach Obst und Gemüse geholt oder Wassermelone. Wir haben dann auch mal Gemüsepfannen gemacht und das war echt wirklich lecker. Was ich dieses Jahr auch zum allerersten Mal in den Urlaub mitgenommen habe, war mein Sauerteig. Mein Mann hat sich echt an den Kopf gegriffen und hat gesagt, wer nimmt denn den Sauerteig mit in den Urlaub? Ja, ich habe ihn tatsächlich mitgenommen. Klar, es gibt Möglichkeiten, wie man den haltbar machen kann. Man kann den trocknen, man kann den auch mit ganz viel Mehl eindicken. Aber ich hatte viel zu viel Angst, dass der mir kaputt geht. Deshalb habe ich den mitgeschleppt. Ich habe vorher Mehl gemahlen mit meiner Getreidemühle und habe den dann im Urlaub schön gefüttert und das hat ihm auch gut getan und so habe ich wieder einen guten Sauerteig mit nach Hause genommen. Nach ein paar Tagen Ruhe, Erholung und süßem Nichtstun auf der Insel Zres ging es für uns dann wieder zurück nach Krk. Wir hatten geplant, uns dort mit zwei befreundeten Familien zu treffen, die zur gleichen Zeit da Urlaub gemacht haben wie wir. Und die hatten da Ferienhäuser gemietet und da haben wir gesagt, okay, wir kommen wieder zurück auf die Insel, gehen da auf den Campingplatz und dann können wir uns mal treffen dort und ein bisschen quatschen und die Kinder können sich auch mal wiedersehen. Genau, so war der Plan. Wir haben dann den Nachmittag noch auf dem Campingplatz, den wir da gefunden hatten, verbracht und haben uns dann abends mit Freunden in einem 6 Kilometer entfernten Ort zum Abendessen verabredet. Mit den Fahrrädern dahin zu kommen war recht abenteuerlich. Das ging mitten durch die Pampa und war etwas chaotisch. Bis dahin war noch alles gut. Das böse Erwachen kam dann erst am nächsten Tag.
Wir wurden nämlich über Nacht von einer Horde Ameisen überfallen. Das war eine regelrechte Ameiseninvasion. Die Viecher waren überall im Wohnmobil und wir haben dann kurzerhand unsere Zelte dort auf dem Campingplatz abgebrochen und sind über die Insel geirrt auf der Suche nach einem neuen Campingplatz. Leider war alles voll. Da haben uns dann unsere Freunde Asyl gewährt. Die haben das mit dem Vermieter ihres Ferienhauses abgesprochen, ob wir da in der Hofeinfahrt parken konnten, und der hat gesagt, alles safe, alles okay. Und dann haben wir erstmal versucht, die Ameisen aus dem Wohnmobil zu vertreiben. Das ist uns dann auch mehr oder weniger gut gelungen. Ich habe wirklich alles aufgefahren, was ich an Hausmitteln parat hatte. Ich habe Natron genommen, wir haben Essig noch geholt und ich habe mit meinen ätherischen Ölen gearbeitet. Ich habe alles ausgewischt, alles geputzt, alles sauber gemacht. Und so nach und nach haben sich die Ameisen dann verflüchtigt, dass wir die nächsten Tage dann Ruhe hatten und die Zeit noch bei unseren Freunden und mit unseren Freunden genießen konnten. Die hatten wirklich ein traumhaftes Ferienhaus mit einem riesig großen Pool. Die Kinder sind überhaupt nicht mehr rausgekommen aus dem Pool. Ende vom Lied war, dass sie dann eine Mittelohrentzündung beide mit nach Hause geschleppt haben. Aber ansonsten war es sehr schön. Wir haben noch gemeinsam gekocht und wir haben gegrillt und wir haben gequatscht. Und wir sind dann auch noch die andere Familie mit dem Ferienhaus besuchen gewesen. Und wir hatten noch wirklich eine schöne Zeit zusammen. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Nach drei wunderschönen sonnigen gemeinsamen Tagen war es für uns dann Zeit, langsam die Heimreise anzutreten. If suffering's a way to earn your key. Auf unserem Heimweg haben wir dann noch in Italien einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Unterhalb vom Gardasee haben wir in einem kleinen Örtchen namens Borghetto einen Stellplatz oder einen Campingplatz gefunden. Der war recht teuer, aber gut, da waren wir ja nur 2 Nächte. Und es fing dann leider auch an zu regnen, dass wir an dem Tag nicht mehr viel machen konnten. Am nächsten Tag schien dann wieder die Sonne, beziehungsweise es war nicht mehr so kalt. Und dann haben wir uns das Kastell und den Ort ein bisschen noch angeschaut und sind abends noch essen gewesen, bevor es dann am nächsten Tag wieder Richtung Heimat ging. Thought by now pain would be my friend. I'd know that discomfort was a means to an end. But I'm lying in one bed. Natürlich durfte auch dieses Mal unser obligatorisches Familienurlaubsfoto nicht fehlen. Wie immer alle voll mit Begeisterung dabei. Ja, so sind wir halt, ne? Ja, und das war's auch schon mit meinem kleinen Urlaubsvideo von unseren Pfingstferien 2024 in Italien und Kroatien. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Der Hoptimist, der dänische Hoptimist, der freut sich schon wieder auf unseren Sommerurlaub. Da geht's wieder nach Dänemark, wo auch sonst hin. Und ja, ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald! Yeah.